Ich freue mich sehr, dass ich heute am 24. November gemeinsam mit der Holding und der Energie Graz die Weihnachtsbeleuchtung in unserer Stadt Graz einschalten durfte. An 61 Orten, Straßen haben wir in Graz die Weihnachtsbeleuchtung. Sie bringt viel Freude den Grazerinnen und Licht und Wärme in Zeiten, wo es oft eh schwer ist. Und dafür möchte ich mich noch einmal bei allen, die da mitgeholfen haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Wie in den letzten Jahren, als auch heuer, haben wir wieder die Weihnachtsbeleuchtung traditionell in der Herrengasse und in den umliegenden Gassen. Der Mehrverbrauch ist ein relativ geringer, aber dafür haben wir romantische Szenen in der Herrengasse. Ich danke dem City Management der Stadt Graz und der Energie Graz ganz herzlich. Ja, also wir freuen uns wie jedes Jahr für die Weihnachtsbeleuchtung der Stadt Graz zu sorgen. Es sind 8 Mitarbeiter der Energie Graz, 6 Wochen lang im Einsatz, diese Weihnachtsbeleuchtung zu errichten, die doch in 61 Straßen hängt. Man kann sich es kaum vorstellen, das sind 760.000 Lichtpunkte, hocheffiziente LED-Lamperln, die da für diese stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung sorgt. Und weil es LED ist, ist gar nicht einmal mit so viel Energieverbrauch verbunden, sehr energieeffizient, verbraucht so viel Energie wie 6 Haushalte und zaubert wirklich ein wunderbares, stimmungsvolles Bild in die Stadt.